Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Cyberpunk 2077. Ja, nehme ich heute doch noch ein Part auf, obwohl ich eigentlich nur zwei aufnehmen wollte. Aber dadurch, dass wir ja hier festhängen, will ich das nicht auf mein Zukunfts-Ich übertragen. Also machen wir das eben schnell. Ah ja, jetzt haut er ab. Okay. Sehr schön. Da, die schalte ich auch nochmal aus. Okay. Oh. Hier komme ich aber durch. Was? Nein, komme ich nicht. Okay, ja. Ich weiß, selber schuld. Selber schuld. Jetzt muss ich das nochmal machen. Oh, Mensch. Wie dumm. Wie dumm. Dass der gerade jetzt auf mich zulaufen muss. Hätte er nicht, keine Ahnung, noch 10 Minuten da stehen können? Ich bin auch 5-mal gegen die blöde Dings gelaufen. Gegen die blöde Glasscheibe. Idioten, wer baut so? Ganz im Ernst, wer baut so? Ist doch kompletter Mist. Wer läuft nicht 10.000 Mal gegen diese blöde Scheibe? Wenn er neu ist. Bestimmt. So Glasscheiben tun weh. Warte. Ich hab den da oben noch nicht, ne? Ja. Okay, er ist gerade weg. Das nutze ich jetzt mal schnell aus. So. Nicht zu schnell. Nein! Wollte ich ausschalten. Und nochmal schmorchern. Dass wir gleich wieder von ihm erwischt werden, das, Ach, komm. Komm. Ja. Ja. Ich glaube, ich lege ihn mal hier hin, ne? Okay. Ich werde mal kurz benutzen. Privatnotiz. Memo an mich. Das Team ist bereit, neue Version der Delta-Muskelimplantate zu repräsentieren. Prototyp wurde gedruckt und wird bald getestet. Wie immer ist das größte Problem das Budget. Wenn zeitig es auf einen konkurrenzfähigen Marktpreis abzielt, müssen wir die Modelle mit integrierter Neuralsicherung vermutlich eliminieren. Möglicherweise müssen wir auch eine ältere Version unserer Programmiertreiber verwenden. Mein Plan für eine zusätzlichen Kupplungsdose wurde von denen da oben wieder abgeschmettert. Sieh den Tatsachen ins Auge, Rihanna. Wir müssen Kosten sparen, aber ich lasse mich nicht davon nochmal aufhalten. Ich baue einen Prototyp, lasse ein paar Simulationen laufen. Wenn ich schaffe, wenigstens annähernd innerhalb des Budgets zu bleiben, dann müssen sie es wenigstens in Betracht ziehen. Code-Optimierung. Hinweis. Das Programm erfordert noch immer eine Optimierung. Das ist mit der Hardware von anderen Herstellern als Zeitig noch nicht kompatibel. Externes Testen könnte ein Problem darstellen, aber ich bin mir sicher, dass es ein Treiberfehler ist. Die Tests in der Montageabteilung verlaufen vielversprechend und die Ergebnisse sind bereits besser als die letzten Monats. Datei geschützt durch privates Eis, RKM 17. Komm. Ja, hast du sehr komisch reingestöpselt, ne? Deswegen guckt sie auch immer nach oben. Ah ja, Daten sind angekommen, mach dich aus dem Staub. Ah ja.
Ich habe mich gerade über die anderen Nachrichten da gewundert. Okay. Cool. Ah nein. Ich lade mal. Das war mir jetzt... Ist mir jetzt zu... Ich meine, ich habe ja gerade gespeichert. Das ist mir gerade zu... Zu heavy. Das ist nicht so cool. Nö. Dann laden wir nochmal kurz. Sollte ja nicht das Thema sein. Nö. Ist ja alles easy. Ah, die habe ich echt nicht gesehen, die Kamera. Na, sonst hätte ich sie ja gleich ausgeschaltet, ne? Nein! Hä? Wo ist denn die Kamera? Gut, sehr schön. Erfahrungspunkte kann ich sowieso immer ganz gut gebrauchen. Und Waffen sowieso. Oh. Jetzt hätte ich Banner nehmen müssen. Aber irgendwie ist das gerade irgendwie ein bisschen komisch. Ach, hängt in der Nase. Ist aber irgendwie... Nicht gerade kooperativ. So, die Kamera habe ich ja schon ausgestellt. Ach, der steht da unten, ne? Immer noch. Dass die auch mal so laut ist hier. Wie, du weißt schon, dass wir schleichen, ne? Eine Kamera. Okay, ich speichere nochmal. Ach, warte mal, ich muss mal wieder ein paar löschen, ne? Na komm. Kann sich ja nur um Sekunden handeln. Ah, nein, wieder hoch. Wenn ich da nicht genau drauf bin, dann scrollt er nicht hoch. So. Oh. Ich lasse dich einfach hier liegen. Habe ich jetzt keine Lust drauf, dich wegzuschleifen. Ist das hier ein Dingsraum hier? So ein Pausenzimmer? Das scheint so, ne? Oh. Oh, Balzett. Nein. Ich habe schon gewundert, aber... Eieieie. Schlafen zurückgefallen. Passiert dem Besten. Alle machen hier gerade ein Nickerchen. Ah ja. Dass plötzlich Sachen fehlen, ist auch ganz normal. Ich dachte eigentlich, ich könnte hier irgendwie raus. Wollte hier so ein bisschen, so, ne, Glasfront und so. Ne, dann gehe ich nochmal zurück. Aber wir haben die ganzen Sachen noch mitgenommen. Ich hasse diese blöde Werbung.
Okay. Ja, wir verlassen die Fabrik ja schon. Das wird schon. Oh, ist ja auch schon wieder. Ein Radio. Wir haben überall Radios stehen. So. Wir gehen, glaube ich, mal den Dings zurück, den wir gekommen sind. Ich warte mal, bis er wieder weg ist. Nein, du hast mich nicht gesehen. Normalerweise sehen sie einen nicht, aber dann in solchen Situationen muss er mich natürlich gleich sehen. Halb durch die Tür und so, ne? Ich meine, die ist aus Glas schön und gut, aber dass er hier überhaupt drauf achtet? Guck woanders hin. Ja. Kann er sich nicht jetzt endlich mal umdrehen? Hat er nichts zu tun? Muss er nicht woanders hin? Ich meine, der muss doch bestimmt irgendwo arbeiten. Ach komm schon. Oh Männchen. Geh doch mal. Ja gut, dann eben nicht. Ach ja, schön. Bleibst du jetzt 3 Jahre noch da stehen? Für den gewissen Kick oder so? Ach. Dauert ab, okay. Geht doch. Ich will trotzdem vorsichtig sein. Nein, 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 nein. Wo bin ich denn? Bin er von hier gekommen oder nicht? Hä? Wo bin ich denn hier rein? Wahrscheinlich bin ich durch die Tür, während er gerade nicht geguckt hatte. Kann ich nicht mitnehmen, okay. Ah, ja. Nee, ich bin nicht da. Hier ist niemand. Rein niemand. Hier ist keiner. Guckt er? Nee, er guckt immer nur seinen... Ich dachte, da kommt gerade jemand. Nee, er geht wieder seiner Routine nach, ne? Komm. Hier. Sehr schön. Weißt du, nach solchen Jobs denke ich oft, scheiße, bin ich froh, dass ich wie habe. Na. Schön weiter so. Job erledigt. Na, das schmeichelt mir. Ich meine, man kann den Fixern immer noch nicht vertrauen, aber... Ne? Na. Wir sind halt was Besonderes. Okay. Ach so, hier. Kampf in Arroyo. Das war der andere, ne? Genau. Okay, dann nehmen wir mal den Auftrag, der nicht gleich in den Schlagzeilen ist. Waffen haben wir, glaube ich, auch neue gefunden gehabt, ne? Genau. Ach, die Schrotflinten können wir reinpacken. Die nehme ich ja eh nicht. Den Revolver und das Sturmgewehr da unten auch. Nö. Nee, kann alle gleich rein. Komm, alles gleich wegpacken. Ah ja. Haben wir auch noch. Bisschen Klamotten. Mhm. Druckmessgerät. Ah ja. Interessant. Recycelt. Ah ja. Okay. Dann fahren wir mal los. Nö. Ja. Ja, aber gut hinbekommen. Respektvoll.
Können wir aussteigen? Dann können wir bestimmt gleich wieder den Anruf, ne? Krieg ich Anruf? Oder ist das wie eben? Ach, hier darf ich rein. Sie muss ziemlich reinhauen bei der neuen Arbeit. Ja, was wartet denn hier auf mich? Soll ich hier wieder bestellen? Hi. Soll ich bei ihm bestellen? Ah ja. Ja, komm. Bier da? Lotbrock vielleicht? Sorry, Boss. Bier ist nicht. Okay. Was dann? Vielleicht was mit Aprikosengeschmack? Ein paar Kunden haben sich über Schluck auf beschwert. Aber das ist gelobt. Ah ja. Passiert dir das oft? Moment mal, Boss. Brad! Hey, Brad! Boss, kannst du mir helfen? Das sind ein paar Halbstarke, die hinter mir her sind. Für dich sind die ein Klatz. Klar. Ich kann ja mal mit ihnen sprechen. Geh vor. Danke, danke, Boss. Also, mir nach. Mhm. Habt ihr sie noch alle? Finger weg von meinem Motorrad. Aber Dali! Glaubst du, wir spaßen? Fahrrad hat seinen Preis und du zahlst mit deinem Bike. Gehst immer noch um Shenna? Sie hat sich entschieden und ihr solltet stolz auf sie sein. Stolz? Die Hure hat sich an einen Konzern verkauft. Das wird sie büßen. Was ist dein Problem, Fotze? Das hier geht dich nichts an. Ach, wirklich? Eine Konzernratte? Entspann dich. Ich habe keinen Stress mit euch. Noch nicht. Was ist los? Dein neuer Kumpel hat seine Schwester bequatscht, sich an Setatec zu verkaufen. Und was macht die Hure? Haut ab, ohne mit der Wimper zu zocken. Schon als Kinder haben wir zusammen die Straßen hier gerockt. Automaten hacken, Konzerntypen vermöbeln. Das war unser Leben. Und ja, aber wenn sie Besseres hat? Jetzt ist sie sich wohl zu gut für uns. Verräter, ja und? Fotze. Ihr würdet es doch genauso machen. Ich selber reden. Hm? Was soll es denn bringen, wenn man Armen wie mir was wegnimmt? Shenna ist halt erwachsen geworden. Im Gegensatz zu euch. Ja. Ihr rächt euch an den Konzernen, indem ihr einen Straßenhändler ausnehmt? Sehr schlau, wirklich. Lasst ihn in Ruhe. Was, wenn nicht? Kieferbruch, Schädelbasisbruch oder gleich eine Kugel. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wenn du so viel auf den rattenfickenden Verräter gibst, dann kannst du ja gleich mit ihm zusammensterben. Yo, Brad, das ist doch... Das ist die Alte, von der alle reden. Die von den Toten auferstanden ist. Tja, weißt du, die bin ich. Wie viele Typen die schon kalt gemacht hat? Die ist nicht normal. Nee. Bin ich auch nicht. Oh, Scheiße. Folgt sie uns? Ist denn ein Chip durchgebrannt? Danke, Boss. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Klar! Ah. Jetzt mal nur zwischen uns. Stört es dich nicht, dass deine Schwester bei Setatec ist? Nein, wieso? Ich weiß, was du denkst. Die Konzerne beuten uns aus. Die machen uns zu Lohnsklaven. Das sagen doch alle, oder? Und? Aber wir müssen Reis zwischen unsere Stäbchen bekommen. Shenna und ich nehmen mit, was wir können. Jo. Sicher funktioniert sie nur noch dank Neurostims. Bist du nicht besorgt? Tja, so ist es eben. Man muss halt arbeiten, wenn man was haben will. Ja, da hast du natürlich recht. Ja. Die wärst du los. Alles klar? Bei mir? Na sicher. Die scheiß Straßenkötter sollen sich mal nach einem neuen Hobby umsehen. Große Klappe. Nichts dahinter. Ja. Naja. Wenigstens kann sich Shenna jetzt auf ihren Job konzentrieren. Okay. Soweit wie sie hat's keiner in der Familie geschafft. No. Na dann, komm mal wieder vorbei, wenn du in der Nähe bist. Ich geb dir auch einen saftigen Rabatt. Klar, komm ich Mach vorbei. Ich was. Danke. Ciao. Ei. Schön. Dann haben wir doch mal wieder jemandem geholfen. Das gefällt mir. Das finde ich toll. Das ist immer sehr schön. Hier haben wir einen Dingskampf, ne? Das wollte ich noch nicht machen. Das sind die einzigen Dinger, glaube ich, die ich gerade mir noch verkneife. Ach, hier ist der Kampf in Glen, ne? Ja, ja. Hier waren ein paar Kämpfe. Hier ein Kampf? Nein. Aber hier oben wahrscheinlich dann wieder, ne?
noch nicht. Nope. Okay. Oder vielleicht haben wir das hier schon gemacht. Egal. Okay, dann haben wir ja gar nicht so viele Kämpfe. Oder die tauchen noch auf. Welche mache ich denn jetzt? Da kommen wir noch nicht hin, weil wegen... Nö, Konsti. Dann gehen wir, glaube ich, mal hier rüber, ne? Bei welchem fangen wir denn an? Wo ich denn hier jetzt die Dings... Okay. Hier hätten wir einen. Und dann können wir ja rüber. Nö, dann machen wir, fangen wir hier, glaube ich, an. Gut. Fahren wir erstmal hin. So. Ah ja. Kommen wir sogar gleich hier rüber. Das ist schön. So weit soll der ja gar nicht entfernt sein. Ah ja, kommen wir hier hoch. Sehr schön. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Am besten. Ach ja. Ach ja, das passt doch. Dann sind wir doch gleich da. Wie convenient. Kann ich vielleicht noch einen Schluck trinken, während er lädt? Ne, wie immer. So. Ah ja. Entschuldigung. Entschuldigung, wie? Ich wollte dich nicht verletzen. Okay, die Werkstatt ist da hinten. Ich glaube, da haben wir auch schon den Anruf zu bekommen gehabt, ne? Kann das sein? Ist natürlich immer doof. Ich will das immer so gerne beieinander haben. Aber manchmal funktioniert das nicht ganz so gut. Aber gut. Wo ist die Kamera? Ah, da. Auch kein gutes Sicherheitssystem, wenn man das so leicht taggen kann, ne? Von außerhalb und das dann keiner checkt. Ich stehe hier außerhalb noch. Das darf nicht zählen. Sollte zwar, aber... Ne? Oh Gott. Ich dachte gerade. So. Ich speichere kurz. Alles gut. Nichts, ne? Dramatisches. Okay, hier komme ich nicht rein. Ist das nicht ein bisschen zu... Too much. Okay. Ich meine, die Dings rasten ja auch aus. Ja. Nehme ich immer auch mal hier außer Gefecht, ne? Okay, ich speichere doch nochmal. Sorry. '16 vor '19. Okay. Aber wir kommen bestimmt auch anders rein. Ich höre doch schon wieder was. Könnte aber natürlich auch draußen sein.
Mir wäre es lieber, ich hätte da durchkommen können, aber... Lief ja nicht so gut, ne? War da noch irgendjemanden? Mhm. Wo ist der Wagen? Ist wahrscheinlich da unten drin, ne? Ist da noch eine Kamera? Ne, die habe ich auch ausgeschaltet, ne? Ich will wenigstens die Geräusche wegkriege. Ich hoffe, das war es dann auch an Kameras. Oh, hier haben wir auch noch was zum Mitnehmen. Okay. BD551-1C55. Ja, nein. Ah ja, hier. BD551-1C55. Sehr schön. Hier ist aber auch nichts zum Reinkommen, ne? Ja, das glaube ich. Okay. Hier sind ein paar Leute. Ach, verdammt, schade, dass wir hier nicht schon, ne? Da fehlen uns ganz, ganz viele Punkte. Ganz, ganz viele Gummipunkte. Kann sie mich eigentlich von da aus sehen? Hier komme ich gar nicht durch, ne? Ne, hier komme ich nicht durch. Wenn, dann müsste ich halt schon wirklich durch das Fenster hier. Verdammt. Das ist natürlich jetzt doof. Ne? Das gefällt mir gar nicht. Mal wieder bis 15 weg. Brauchen wir eh nicht. Nö. So. Ja, komm. Leg dich schlafen. Mhm. Okay. Hätten wir schon mal wenigstens die eine ausgeschaltet? Nö. Den kriegen wir auch noch. Den lege ich mal zu ihr. Ah, komm. Ich hasse das immer, wenn sie das macht. Also wie ihre Knarre da zückt, das ist... Ne? Wir brauchen sie nicht. Zumindest jetzt nicht. Okay. Ah ja, okay. Hier liegen auch noch Sachen. Geld einfach rumliegen lassen? Ja, das ist definitiv sicher. Ja.
Jetzt haben wir zumindest schon mal einen guten Teil hier mitgenommen. Welcher ist es? Der hier? Okay. Vorher klaue ich mir das hier noch. Komm, nimm mit. Hier lag auch noch was, ne? Ich nehme alles zurück, wir hatten doch nicht das meiste. Okay, das Kartendeck hat sich ins Radio getan. Geportet. Okay. Machen wir anders. So. Ah ja. Okay. Ihr blinden Hurensöhne. Hey, ihr Wichsfressen. Ihr solltet den Wagen nach dem letzten Ding sauber machen. Ich habe extra gesagt, dass ihr unter den Sitzen gucken sollt oder etwa nicht. Und ihr meintet, ja, wir lecken alles sauber, bis keine Spur zu sehen ist. Und jetzt ratet mal was. Es ist eine verfickte Spur zu sehen. Ich habe gestern unter den Sitz geguckt und wisst ihr, was ich gefunden habe? Gehirnfetzen, verdammte Scheiße. Ich mag mich ja irren, aber soweit ich weiß, haben Gehirnfetzen nichts mit Blitzblank zu tun, oder? Archiviertes Gespräch, Alfonso Infante und Pietro Luna. Wir wollen ihn auf der Straße anhalten, als ob er einen Strafzettel kriegt. Schum, ich kann diesmal nicht. Wir können diese Militech-Fans nicht benutzen, nicht mehr anfassen. Die Bezahlung ist gut, Bro. Wir müssen ihn nur rechts ranfahren lassen, das ist alles. Er wird denken, dass wir zu Militech gehören. Wir tun ihn in den Wagen und erledigen ihn. Und dann bringen wir ihn in den Wagen abends zurück. Na gut, aber der Wagen muss abends wieder in der Garage sein. Blitzblank. Bro, ich hab dich schon mal enttäuscht. Hol ihn einfach ab und bring ihn wieder. Wird ein Kinderspiel. Letzte Warnung. Ich weiß, was du mit den Nomaden gemacht hast. Das ist nicht unser Stil. Zu deinem Glück hast du noch die Möglichkeit, deinen Fehler wieder gut zu machen. Fick dich ins Knie, Opa. Ich habe dich anständig gebeten. Möge der Herr mir vergeben, was ich gleich tun werde. Aha. Wir holen uns gleich den Dings. Nö. Warte mal, wir konnten uns hier auch dingsen, ne? Ja, okay. Das machen wir doch mal gleich. Verlinkung. 1C7 3x7A. Ja. Gut. Das kriegen wir hin. Okay, dann sparen wir mal kurz und dann können wir gleich den Wagen da rausholen, ne? So, hier ist ja eh gerade keiner und ich muss mir unbedingt hier die Tor aufmachen. Glaube ich. Ja, die werden es ja eh gleich mitbekommen. Oh. Wäre sowieso aufgegangen. Okay. Schnappt euch die Ehre der Fotze! Ich bin weg. Ah, wie schön. Das hat doch gut funktioniert. Ich wusste nicht, dass das Tor aufgeht, sonst hätte ich mich doch gleich reingesetzt. So, jetzt fahren wir in so einem blöden Militech-Wagen. Okay. Ich werde schon nervös. Nervöse NPCs. Weil Militech ist ja jetzt nicht gerade, glaube ich, gern gesehen. Hat er mich angehupt? Gibt's doch nicht. Ist bloß nicht zu. Ah ja, in die Garage wieder. Jo, ich bin's. Jo. Was zum Teufel sollte das? Ein Solo, der mit den Valentinos tauscht? Ich war nicht allein. Also, was ist passiert?
Was schon? Die Wichser haben uns eine Falle gestellt. Scheiß Tinos. Okay. Und das überrascht dich? Ist doch egal. Ich bin weg. Scheiß auf diese Stadt. Ah ja. Ciao. Ah, wir sollen das Gebiet verlassen. Das kriege ich hin. Kriege ich noch einen Anruf oder? Ja. Sehr gut, Vi. Ja. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Alles gut. Die Nomaden sind sehr dankbar. Ja. Auftrag erledigt. Sehr gerne. Stimmt, das war ja das Gebiet von ihm. Ja, komm. Wir gehen mal hier hin. Nö. Ah ja. Wir werden zumindest schon mal gut bezahlt. Das finde ich immer sehr schön. Vielleicht können wir uns dann demnächst auch mal wieder was leisten. Ihr wisst, was ich meine. So mal zum Ripper Dog oder irgendwie sowas. Gucken wir mal, ne? Wir haben ja eher unseren Spezialisten. Zu dem wir eigentlich immer ganz gut hin können. Ja. Hey, an der Uferpromenade gibt es eine Schießerei. Was, wo? Geh mal gucken, was da abgeht, okay? Wenn es ein Cyberpsycho-Problem ist, will ich das Problem lebendig haben. Ja, klar. Das ist schon hier. Okay. Dann wieder Ausrüstungswechsel. Jetzt einmal hier den... Nö. Und dann noch unsere Pinky. Da können wir noch mit reinquetschen. Können wir noch mit in den Part nehmen. Nein, es sind noch ein paar Meter. Ach, echt? Den kann ich nicht leiden. War das nicht den, den er... Keine Ahnung, den sie auseinandergenommen haben? Der Begriff umfasst psychische, von kybernetischen Implantaten verursachte Krankheiten. Naja, aber ich habe selbst 7 Implantate und bin noch nicht völlig durchgeknallt, wobei meine Ex das sicher anders sieht. Ja. Nun, jede Person reagiert anders darauf. Mhm. Manche Patienten zeigen schon nach dem ersten Implantat Symptome. Manche erfreuen sich auf einer guten Gesundheit selbst nach einer sogenannten vollen Körperkompensation. Faszinierend. Was löst dann Cyberpsychose aus? Das hängt von vielen Faktoren ab, doch am anfälligsten sind zweifellos Leute, die dissoziale Tendenzen aufweisen. Ah ja. Was, wenn die Implantate gar nicht das Problem sind? Ich meine, würden die solche Leute nicht durch so irgendwann von alleine aus... Interessante Frage, Mr. Q. Zugegebenermaßen behaupten tatsächlich einige prominente Wissenschaftler, wir würden Korrelation verwechseln mit Kausalität. Auf gutes Gelingen. Manche gehen sogar weiter und sagen, dass cyberpsychotische Angriffe so etwas wie Zeichen eines sozialen Verfalls sind, ähnlich wie früher Amokläufe. Der einzige Unterschied sei, dass die Leute statt Waffen ihre Implantate zum Morden verwenden. Und was ist Ihre Meinung dazu? Ich bin der Meinung, dass man da eine eindeutige Verbindung zwischen Kybernetisierung und psychischen Krankheiten herstellen kann. Das konnten Sie ja ein Drittel Ihres Körpers durch kybernetische Äquivalente. Sind Sie 5-mal mehr gefährdet, psychotische Tendenzen zu zeigen als die Kontrolle? Ah ja. Hoffentlich begegnet mir keine dieser Cyberratten in der U-Bahn. Aber, und das kann ich nicht genug betonen, psychische Störungen sind ein Produkt des kulturellen Umfelds. Sie führen nicht zwingend zu Gewalt. Ah ja. Sie sagen, dass Cyberpsychos gewalttätig sind, weil unsere Gesellschaft von Gewalt förmlich besessen ist. Ja. Man könnte fast sagen, wir glorifizieren. Faszinierend. Also, Ivan, sagen wir, ich habe ein paar Implantate und bemerke plötzlich, dass bei mir Symptome auftauchen. Was mache ich jetzt? Nun, die gute Nachricht ist, es gibt eine Therapiemöglichkeit, die auch noch sehr effektiv ist. Wir nennen sie Braindance Neuroreintegration. Hallo,
Wir stimulieren nach ein paar Dutzend Systemisieren durch die Kortikalknoten des jeweiligen Patienten und stellen positive Attribute auf die Spur eines gehorsamen Entführers, Fügsamkeit, Geselligkeit. Mit anderen Worten, sie setzen Elektroschocks in der Moment, die folgenden Aufnahmen, das kann ich doch gar nicht. Sie drehen mir die Worte im Mund. Ja. Tja, unser nächster Gast, Joyce Wright, will Ihnen zu dieser sogenannten Therapie, mal ganz klar sagen, was Sie darüber denken. Gleich geht's hier los, Flotte. Werk nach dieser. Ich wusste es doch, dass das keinen journalistischen Hintergrund hat. Ich hab's doch gewusst. Der Typ ist doch nicht zu einer journalistischen Tätigkeit fähig. Dass er den wieder irgendwie rund macht, das war irgendwie klar. Ach, der ist da unten, ne? Gut, dann gehen wir mal da runter. Oder auch nicht. Hä? Ich hab jetzt gedacht, der... Weil da stehen ja Leute. Also hier wegen Johnny. Finger am Abzug weh. Oh toll. Wo ist er denn? Komm her. Ah, stimmt, sie hat ja Feuerdings, ne? Das Feuerattribut. Ah ja, komm. Ach komm, die sind nicht tödlich. Oh ja, das ist natürlich jetzt super. Komm hier nicht hoch, ne? Na, komm her! Na komm! Die werden dich schon da von da oben runterholen. Wäre nur doof für uns, wenn sie da oben bliebe. Weil wir sie dann nicht rufen könnten. Fällt mir gerade ein. Die wird schon gleich runterkommen. Na komm runter. Ich dachte, vielleicht kommt sie ja hier runter. Ich da irgendwie hoch? Ah ja. Ach komm, die hat doch nicht wieder volles Leben. Ja, komm. Okay. Ja, okay.
Meine liebste Schwester, die Zeit der Rache und des weißen Lichts naht. Die Zeit des rostweißen Chroms und der Verachtung. Wenn du im kalten, sterilen Krankenhauslicht erwachst, erinnere dich daran, wie du mich bei meiner Hochzeit gedemütigt hast, wie ganz Night City mich ausgelacht hat und das war deine Schuld mit deinem Mr. Stud-Streich. Ich hoffe, deine Rache sagt dir zu, denn ich habe die hässlichsten Implantate von den schmierigsten Ripper-Docs auf der Jig-Jig ausgesucht, um deinen so wunderschönen Körper ein wenig umzugestalten. Oh, und fast hätte ich es vergessen. Ich heirate bald wieder. Mein zukünftigen Ehemann muss ich dir wohl kaum vorstellen, dass es sich dabei um deinen Verlobten handelt und du ihn gut kennst. Ganz genau, Kenny. Aber mach dir keine Sorgen um ihn. Er bemerkt den Unterschied bestimmt eh nicht. Schließlich war er noch nie die hellste Leuchte. Ich hoffe wirklich, dass du zu schätzen weißt, wie viel Mühe und Können in deinem neuen Körper gesteckt wurde, damit dein Äußeres endlich dazu passt, was für ein Monster du wirklich bist. Und so sehr es mir auch leid tut, aber du bist nicht zur Hochzeit eingeladen. Ich möchte ja nicht, dass all meine Freunde und Gäste vor lauter Schreck davonlaufen und oder Kenny. Aber ich verspreche dir, ein paar Fotos zu schicken. Wir machen die Aufnahmen von vor deinem Lieblingsrestaurant, damit du dir genau vorstellen kannst, wie dein Leben hätte aussehen können. Halte durch, Schwesterherz, und schau bloß nicht in den Spiegel. Dein geliebte Lynn. Oh, ich glaube, das ist die Schwester, ne? Also die umgestaltet werden sollte. Okay, aber Informationen suchen wir beim nächsten Mal wieder, ne? Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Der Part ist schon wieder überzogen. Bis dann.